Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der besten Kampfspiele aller Zeiten. In dieser Liste gehen wir auf die absolut besten Kampfspiele ein, die es je gab. Hast du einen dieser Titel gespielt? Welche haben dich und deine Freunde dazu gebracht, noch eine oder fünf Runden zu spielen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Blaze Blue Central Fiction. Es war wirklich schwer zu entscheiden, welches Blaze Blue Spiel wir in diese Liste aufnehmen sollten. Unsere ursprüngliche Top 10 enthielt Calamity Trigger, aber spätere Einträge wie Chrono Phantasm Extend und Cross Tag Battle hatten ihren eigenen Reichtum an Spaß. Central Fiction hat jedoch etwas an sich, das uns immer wieder zurückkommen lässt. Die Liste der 36 Kämpfer enthielt eine Menge bekannter und neuer Gesichter, von denen jedes genauso viel Spaß macht wie der Rest der Besetzung. Und dann ist da noch der wahnsinnig umfangreiche Story-Modus, der selbst mit Kampfspielen mit größerem Budget aufnehmen kann. Es ist auch der Blaze Blue-Titel, der im Gegensatz zum Rest der Serie umfassend unterstützt wird. 2019 würde es eine Switch-Portierung geben und für 2022 war die Implementierung von Rollback-Netcode für die Steam-Version geplant. Platz 9. Dead or Alive 5 Last Round. Obwohl es vor dieser Version noch zwei weitere gab, galt und gilt Last Round als die beste Version der Reihe, mit Ausnahme des Xbox 360-exklusiven Dead or Alive 4. Last Round war die ultimative Wiederbelebung, die Dead or Alive gebraucht hatte. Es fügte 4 neue Charaktere hinzu, erweiterte die kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten und verbesserte die Grafik, indem es die Auflösung auf HD erhöhte und die Framerate auf 60 Bilder pro Sekunde brachte. Außerdem bot es das gleiche Maß an Action, Humor und Sexiness, für das Dead or Alive bekannt ist. Nachdem das sechste Hauptspiel eine solche Enttäuschung war, kann man verstehen, warum die Leute zu Last Round zurückkehren. Platz 8. Mortal Kombat. So führt man eine Franchise wieder ein. Diese Neuauflage brachte nicht nur die klassischen Charaktere mit, die wir alle kennen und lieben, sondern umgab sie mit einer immensen Menge blutiger und brillanter Inhalte. Mit Fatalities und neu eingeführten X-Ray-Moves, die die stilistische Gewalt neu definierten, gab es einen Online-Modus, in dem die ganze Welt gegeneinander kämpfte, sowie eine Geschichte, die tatsächlich gut geschrieben war und bewies, dass westliche Kampfspiele gute Geschichten haben können. Mortal Kombat 2 mag die Messlatte höher gelegt haben, aber dieses Spiel hat sie in die Stratosphäre geschossen. Platz 7. Soul Calibur 6. Soul Calibur 2 wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben, wegen seiner Optik, der Steuerung und der Einbeziehung von seltsamen Gastcharakteren. Soul Calibur 4 hat es jedoch geschafft, alles in den Schatten zu stellen. Zusätzlich zu den seltsamen Gastcharakteren wie Geralt von Riva, 2B und Haomaru aus Samurai Showdown bot Soul Calibur 4 eine wahnsinnig tiefgehende Charakteranpassung, die es den Spielern ermöglichte, fast völlig neue Charaktere zu erschaffen oder seltsame Varianten bereits existierender Charaktere. Und wenn der reguläre Soul Calibur Story Modus nicht genug Einzelspielerinhalte für dich bereithält, bietet die Libra auf Soul Kampagne Dutzende von Stunden, in denen sich die Geschichte um deinen individuellen Charakter dreht. Mit einer fantastischen Steuerung und einem umfangreichen Kader und einer spektakulären Grafik ist Soul Calibur 6 das ultimative Erlebnis der Reihe. Platz 6. Killer Instinct. Extreme.
Die Wiederbelebung von Killer Instinct war kein leichter Weg, aber das Endergebnis macht es zu einem der besten Kampfspiele aller Zeiten. Wir haben eine Schwäche für den Originaltitel von 1994, aber die Neuauflage von 2013 war praktisch ein Pionier. Killer Instinct bot das gleiche Maß an hyperaktiver Action, für das die Fans es kannten, und enthielt gleichzeitig Tools und Tutorials, die neuen Spielern den Einstieg in das Spiel erleichterten, unabhängig davon, wann sie eingestiegen sind. Schattenangriffe boten den Spielern neue und kranke Möglichkeiten, Kombos zu beenden oder sie zu verlängern. Vereinfachte Ultras beendeten Kämpfe auf musikalische und klimaktische Weise, wie auch die Ultimates. Und die Musik von Mick Gordon glänzt spektakulär. Wenn du Kampfspiele liebst, musst du unbedingt Killer Instinct spielen. Platz 5. Skullgirls. Es gibt mehrere Kampfspiele auf dem Indie-Marktplatz, die um unsere Zeit und unser Geld kämpfen, und viele von ihnen sind wirklich toll, aber was Skullgirls betrifft, so hat es bisher nichts Vergleichbares gegeben. Skullgirls hat nicht nur Ideen von früheren Tag-Team-Kämpfen übernommen und weiterentwickelt, sondern ist auch das Indie-Kampfspiel, das im Laufe der Jahre immer erfolgreicher geworden ist. Und das zu Recht. Der Online-Netcode gehört zu den besten auf dem Markt. Die neuen Charaktere eröffnen neue Spielmöglichkeiten und bieten einzigartige Mechaniken. Und die handgezeichneten Animationen und der Kunststil machen es zu einem der schönsten Kampfspiele, die man bekommen kann. You're mine. Platz 4. Dragon Ball FighterZ. Budokai Tenkaichi 3 war fantastisch, wenn es um Fanservice ging, aber was die Hardcore-Kämpfe angeht, gab es einfach kein Dragon Ball-Spiel, in das so viel Liebe und Sorgfalt gesteckt wurde wie in Dragon Ball FighterZ. Arc System Works hat es wieder mal geschafft, mit außergewöhnlichen Animationen und visuellen Effekten den Look und das Feeling des Anime zu reproduzieren. FighterZ bietet außerdem ein einzigartiges Kampfsystem, bei dem das Ausführen von Kombos mit den legendären Dragon Balls belohnt wird, die es einem schließlich ermöglichen, Shenron selbst zu beschwören. Kombiniert dieses Kampfsystem mit einer herzhaften Portion Support nach dem Start mit DLC-Charakteren und du hast ein Dragon Ball-Spiel, das jeder Fan in seiner Bibliothek braucht. Platz 3. Street Fighter 2 – The World Warrior. Die Street Fighter Franchise hat eine Vielzahl großartiger Spiele wie Third Strike und die Alpha-Serie hervorgebracht. Sogar Street Fighter 5 hat es geschafft, die Fans zu begeistern, wenn auch erst nachdem einige drastische Verbesserungen an der Story, dem Inhalt und den Quality-of-Life-Aspekten vorgenommen wurden. Aber ohne Street Fighter 2 wären die Kampfspiele nicht da, wo sie heute sind. Im Gegensatz zum langsamen und klobigen Originalspiel Street Fighter war das zweite Spiel schneller und visuell beeindruckender und ermöglichte es den Spielern, Angriffe aneinander zu reihen. Es setzte auch den Grundstein für wettbewerbsorientierte Spiele, denn einige Organisationen veranstalten noch heute Turniere zu diesem Spiel. Bei Street Fighter 2 hat das Alter das Spiel nur noch verstärkt. Platz 2. Marvel vs. Capcom 2 – New Age of Heroes. Falls die wiederholende Titelmusik dich nicht darauf hingewiesen hat, dieses Spiel wird dich tatsächlich auf eine Reise mitnehmen. Obwohl die letzten Fortsetzungen versucht haben, das einzufangen, was dieses Spiel so zugänglich gemacht hat, ist es nicht ganz gelungen, ihm gerecht zu werden. Vor allem das Erlebnis, die Wut deines Lieblings-Tag-Teams mit drei Charakteren zu entfesseln und den gesamten Bildschirm mit Hyper-Kombos im prächtigen 2D zu erleuchten. Mit seinem riesigen Aufgebot, das von Spidey bis Ryu und allen A- bis C-Charakteren dazwischen reicht, und seinem ikonischen Grafikstil war dies zweifellos der größte Kampf von Marvel und Capcom.
Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1: Super Smash Bros. Ultimate. Wir wissen, dass jeder sein Lieblings-Smash-Spiel hat. Schnelle Spieler werden sich an Melee halten, während Fans von Subspace Emissary immer noch zu Brawl zurückkehren. Retro-Fans werden ab und zu 64 spielen, während Smash 4-Fans die verschiedenen Ideen dieses Spiels erkunden. Ultimate andererseits man kann nicht ignorieren, wie umfangreich dieses Spiel geworden ist. Mit der großen Auswahl an Stages, der Liste von 89 spielbaren Kämpfern, der einzigartigen Interpretation der Classic-Modus-Ranglisten, den anpassbaren Spielmodi und der Tatsache, dass Spirits weitere Charaktere aus verschiedenen IPs einbringt. Smash Ultimate ist nicht nur ein fantastisches Kampfspiel, es ist eine Feier von Videospielen als Ganzes. Und auch wenn die DLCs zu Ende sind, werden wir es spielen, bis unsere Switch kaputt ist. Mortal Kombat hat zwar nicht den ersten Platz in dieser Liste belegt, aber wir lieben dieses Spiel. Deshalb gibt es hier eine Liste seiner mächtigsten Charaktere. Onaga, former Emperor of Outworld, the Dragon King. Für diese Liste betrachten wir Kämpfer, die gezeigt haben, dass man sich mit ihnen besser nicht anlegt. Falls ihr in den letzten 10 bis 15 Jahren kein Mortal Kombat gespielt habt, seid ihr hiermit vor Spoilern gewarnt. Welcher Charakter ist deiner Meinung nach der stärkste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10: Sindel. Wir haben ihren Mann für diese Liste in Betracht gezogen, aber wie oft haben wir ihm Shao Kahns Arsch auf einem Silbertablett serviert? Sindel hingegen kann euch servieren, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Der Grund, warum sich so viele ängstlich vor ihr ducken, liegt nicht an der Peitsche oder an ihrer Frankensteins Brautfrisur. Es ist ihr Pfeifenset. Durch bloßes Schreien kann sich Feinde zurückschlagen, ihr Gesicht zu Brei verarbeiten oder sogar ihre Seelen aus ihrem eigenen Körper erschrecken. Das einzige, was ihre kraftvolle Stimme einschränken könnte, sind ihre Lungen. Und wenn man bedenkt, wie viel sie in einem Kampf schreien muss, kann man mit Sicherheit sagen, dass ihre Lunge ziemlich standhaft ist. I had found my true love. And to consecrate our bond, I killed Jared for him. Nummer 9: Chujinko. I was the fool who brought him this power. Only I can destroy this threat, born of deception. Falls ihr diesen alten Mann nicht kennt, Chujinko war der Protagonist des Conquest-Modus in Mortal Kombat Deception. Dort wurden wir mit der Bergung des Kamidogu beauftragt. Während er als unerfahrener Krieger beginnt, entwickelt er sich schließlich zu einem Meister fast jeder Kampfkunst des ganzen Universums. Dies liegt daran, dass Damashii ihm die Macht gegeben hat, jeden Kampfstil zu kopieren, den er irgendwo gesehen hat. Es ist im Grunde genommen sofortiges Wissen. Dies bedeutet, dass er dir auf eine Handvoll Arten in den Arsch treten kann. Mit dieser Art von Macht könnte er leicht der mächtigste Charakter sein. Aber wir haben noch 8 weitere vor uns. Also lasst uns weitermachen. I have been a pawn in Onaga's scheme to rule all. If I am to redeem myself, I must continue to learn all that I can and prepare for this final battle against the Dragon King. Nummer 8: Cetrion. Mortal! Surrender Kronika's crown and the Elder Jackson Briggs. No harm will come to you. Keine Sorge, dies wird nicht zu einem Top 10 Eldergods. Aber Cetrion ist viel mächtiger, als man denken würde. Wir sprechen nicht nur über ihren Status als Eldergott. Cetrion kann Leben und Natur kontrollieren.
Dies bedeutet, dass sie die Macht über Erde, Wasser, Licht, Luft und Feuer hat. Mit anderen Worten, sie ist im Grunde genommen Captain Planet im Stil von Poison Ivy. Klingt lächerlich, aber wenn man drüber nachdenkt, ermöglichen all diese Elemente Cetrion viele verschiedene Fähigkeiten. Soll sie dich mit Stein zerquetschen? Dich mit Wasser ertränken? Mit Feuer verbrennen? Vielleicht alle drei? Nummer 7. Raiden. There are fates worse than death. Wir wissen, was einige von euch denken. Warum stellt ihr Raiden über Cetrion? Alles, was er hat, ist nur ein Blitz. Nun, es geht nicht nur darum, wie viele Kräfte jemand hat. Es geht auch darum, wie er sie einsetzt. Raiden mag der Gott des Donners sein, aber er ist in der Lage, mit dieser einen Energiequelle so viel Dinge zu tun. Er kann seinen Feinden nicht nur das Tageslicht entreißen, sondern er kann sich auch fast augenblicklich teleportieren, Fallen beschwören, Blitze für telekinetische Fähigkeiten einsetzen und sogar heilen. Raiden muss kein 1000 Sasser sein, um sich zu beweisen. Mit Donner und Blitz schafft er mehr als genug. I would rather save you. Nummer 6. Onaga. Onaga, former Emperor of Outworld, the Dragon King. Onaga ist ein so einschüchternder Feind, dass sogar Shao Kahn zu feige war, gegen ihn zu kämpfen. Er hat sich stattdessen dafür entschieden, ihn einfach zu vergiften. Der gefürchtete Drachenkönig ist in der Lage, unsagbar Böses zu begehen. Und wenn er alle Kamidogu besitzt, ist er fast unaufhaltsam. Selbst als sie sich zusammenschlossen, um ihn aufzuhalten, machte Onaga kurzen Prozess mit Kang-Chi, Raiden und Shang Tsung. Raidens Opferexplosion war noch immer nicht genug, um ihn aufzuhalten. Um ihn zu besiegen, musste Chu Jinku jeden Krieger zusammenbringen und ihre Kräfte gegen Onaga einsetzen. Seht ihr? Fast unaufhaltsam. Aber nicht ganz. Nummer 5. Shang Tsung. Why are we listening to this snake? Because I am a snake who's toiled beside Kronika, learning her secrets. I know them. Do you? Ohne Zweifel ist Shang Tsung der hinterhältigste und hinterlistigste Bösewicht im ganzen Mortal Kombat-Kader. Der Zauberer wird buchstäblich alles tun, wenn es bedeutet, dass er später davon profitieren kann. Seine Macht liegt nicht nur in seinem Intellekt und seiner Kampfkunst, sondern auch in seinen seelenabsorbierenden Fähigkeiten. Shang Tsung kann sich in andere Menschen verwandeln, ihre Bewegungen kopieren und sogar ihre Seele aufnehmen, um seine Jugend zu bewahren. Er hat praktisch die Unsterblichkeit rausgefunden. Er kann wählen, wer leben darf oder sterben muss. Vorausgesetzt, er stirbt nicht selbst. It has begun. Nummer 4. Dark Khan. You seek to destroy me. Ech, er ist der Aspekt, der Mortal Kombat vs. DC Universe noch weiter nach unten gezogen hat. Warum dieses hässliche Ding dann auf unserer Liste ist? Nun, in gewisser Weise kann dieses langweilige Ding aus Darkseid und Shao Kahn eine Form der Gedankenkontrolle nutzen, indem es Menschen mit Wut infiziert. Er hetzt die beiden Besetzungen von Mortal Kombat und DC gegeneinander auf und zerstört fast beide Universen. Die Tatsache, dass er genügend spirituellen Einfluss hat, um möglicherweise ein katastrophales Ereignis dieser Größenordnung auszulösen, ist irgendwie absurd, aber irgendwie auch erschreckend. Nummer 3. Blaze. Trotz seines weniger spannenden Designs kann Blaze weit mehr Schaden anrichten, als man denken würde. Sobald er vom Drachenei korrumpiert wurde, war Blaze nicht nur mehr ein Typ mit willkürlichen Feuerkräften. Nein, sobald er seine neue Form erreicht hatte, konnte er im Alleingang den Beginn des Armageddons entzünden und nicht nur der Menschheit, sondern der ganzen Welt ein Ende setzen. Denkt drüber nach. Armageddon ist fast nur wegen diesem Kerl passiert. Das sind ein paar verrückte Sachen auf Cthulhu-Niveau. The arrogance of these warriors will be their downfall. For only a son of Idenia can unleash the true purpose of Blaze. Nummer 2.
Kronika. No, Kitana. I am much more. Behold. Natürlich würde sie auftauchen. Zetrion tauchte hier auf. Warum also ihre Mutter nicht? Sie spielte in der Storyline von Mortal Kombat eine unglaublich wichtige Rolle. Sogar in beiden Iterationen davon. Ihr seht die Wächterin von Zeit und Raum. Sie kann die Geschichte und die Realität so biegen, wie sie es möchte. Sie kann diese Kräfte sogar im Kampf einsetzen. Wenn ihr genau drüber nachdenkt, ist sie für die Erstellung vieler der hier genannten Einträge verantwortlich. Warum dann nur Nummer 2? Nun, wenn ihr Mortal Kombat 11 und die Aftermath-Geschichte durchgespielt habt, wisst ihr ziemlich gut warum. As my strength gathers, the new era draws ever closer. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von Watch Mojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Liu Kang. Normalerweise würde er nicht auf dieser Liste sein. Lange Zeit war dieser Kerl nur ein einfacher Shaolin-Mönch, der versuchte, der größte Krieger zu sein, der er sein konnte. Dies alles änderte sich gegen das Ende von Mortal Kombat 11. Raiden verschmilzt mit ihm und verwandelt den Mönch damit in einen Feuergott. Dann, am Ende der Aftermath-Erweiterung, nimmt er es mit Shang Tsung auf, der Kronikas Krone der zeitlichen Magie trägt. Er hat sich einen ziemlichen Namen gemacht. Liu Kang. Shaolin-Mönch, Feuergott, Architekt des Schicksals, mächtigstes Wesen im ganzen Universum. He made me a god. For now, at least. A god? Incredible. Now he's out of her league. Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von Watch Mojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.